Avanade Pure Aero Test 2017 für Dennisnet Tests. Als erstes sei gesagt, der Schläger kam sehr schnell geliefert von Dennis Warehouse Europe. In der Verpackung enthalten war der Schläger, bespannt mit Wilson Revolve in Orange und einer Schlägerhülle mit Roland Garros Logo. Zum Schläger selber, optisch im aktuellen Roland Garros Design. Sehr stimmig, die Farbe gefällt mir, die Farbspiele gefallen mir sehr gut. Das Schlägerherz kommt durch einseitig gelb und der anderen Seite blau mit Roland Garros Logo noch etwas mehr zur Geltung. Und die orange Wilson Revolve Seite betont passt perfekt zum Design des Schlägers. Der Schläger selber beim ersten Mal spielen und einspielen ist sofort aufgefallen, er generiert um einiges mehr Spin als mein aktueller Schläger, der Babolat Pure Strike 100. Und bei den ersten Schlägen von der Grundlinie ist auch die enorme Power aufgefallen. Anfangs dachte ich mir noch dabei, dass das vielleicht Einbildung ist oder vielleicht einfach härter geschlagen wurde meinerseits. Nach mehrmaligen Schlägertausch zwischen dem Spielen wurde dieser Eindruck jedoch verstärkt. Der Schläger produziert sehr viel Power, sehr viel Geschwindigkeit und auch enormes Spin. Die Kombination daraus lässt aber das Ganze nicht ungewohnt werden, da die Länge ähnlich bleibt der Bälle. Auch bei den Aufschlägen fällt sofort auf, dass diese zusätzliche Power das eine oder andere Zusatz-KMH für mich bringt. Etwas bessere Spieler werden dem vielleicht nicht zustimmen oder denen wird es nicht auffallen, wenn deren Aufschläge von Haus aus sehr schnell kommen. Für mich bringt es doch das eine oder andere Zusatz-KMH und dadurch auch etwas mehr Druck beim Aufschlag. Zum Fazit, ich muss sagen, der Schläger ist enorm spannend, sehr angenehm zu spielen, macht irrsinnig Spaß und ist auf jeden Fall zu empfehlen. Spieler, die vielleicht auf etwas leichtere Schläger stehen, der Pure Aero 2017 hat doch 300 Gramm unbeseitet, sollten vielleicht im Fachhandel eine leichtere Version und diesen zum Test ausleihen, um sich sicher zu werden, ob die 300 Gramm auch wirklich in Ordnung gehen. Ein Freund von mir zum Beispiel spielt 270 Gramm schweren Schläger, dem ist der Schläger nach 10 bis 15 Minuten doch etwas zu schwer. Ich persönlich stehe auf Schläger im Bereich um 300 Gramm, für mich ist das angenehm. Wie gesagt, Spieler, die auf etwas leichtere Schläger stehen, sollten das vielleicht austesten, weil 30 zusätzliche Gramm auf eine Spieldauer von 1,5-2 Stunden sich doch auswirken können. Wie gesagt, summa summarum, toller Schläger, auf jeden Fall zu empfehlen. Das Plus an Spin und Power gleichen die etwas abfallende Kontrolle gegenüber meinem Pure Strike aus. Und Spieler, die eben einen sehr genauen Schlag haben und spinlastig spielen, wird dieser Spieler enormen Spaß machen.